Moin zusammen und willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. Wir sind jetzt Mitglied der Dunklen Bruderschaft und haben auch die Anweisung, Mel'Nazir zu sprechen, um Aufträge entgegenzunehmen. Wir werden das aber erst später machen, denn damit wir die Aufträge für meinen Geschmack richtig erledigen können, brauchen wir einige Punkte in Schleichen und auch einige Punkte in Einhandkampf. Da ich die aber nicht setzen kann, weil ich absolut keine Skillpunkte habe, war meine Überlegung, dass wir Schmiedekunst, Alchemie und Verzauberung auf Legendary setzen. Doch bevor wir das tun und nicht mehr die Rüstung der Dunklen Bruderschaft gut verbessern können, gehen wir erstmal zurück ins Schattenfußheiligtum und verstärken einmal anständig unsere Mitgliedsroben. Beziehungsweise Rüstung. Nicht Roben, Rüstung. So, dafür müssen wir einmal zurück nach Riften und aus Faltenring gibt es leider keine Kutsche. Somit müssen wir zu unserer eigenen Kutsche beim Haus Seeblick. Sind wir auch gleich schon angekommen. Soweit ist es ja zum Glück nicht. Immer nur so ein 1-Minuten-Ritt, solange man nicht Bären oder andere Viecher auf dem Weg noch mit einsammelt. Ja, aber den Nierenwurz, den lassen wir jetzt da liegen. Ein Riese ist mal wieder in unserer Hütte. Dann können wir uns doch mal eben umdrehen. Noch nirgendwo hin. Sekunde. Ich habe hier noch was zu tun. Digga. Mein Haus. Warte. Das ist einfacher. So. Knappe Kiste. Aber hat geklappt. Wunderbar. So. Tiere können wieder in ihren Käfig gehen. Oh. Ah, Gerbgestell. Brauche ich jetzt nicht. Leider kein neues Ei gelegt. Oh, oh, oh. Ach, der ist dahinter. Nee, so nicht, kleiner Schmetterling. So einfach kommt es uns nicht davon. Wenn wir sowieso gerade hier sind, können wir eigentlich mal unsere ganzen Pflanzbehältnisse leeren. Also wieder pflücken. Wenn wir sowieso gleich im Schattenfußheiligtum, dann kann man nochmal einiges an Chemiematerialien mitnehmen, die sowieso hier wachsen. Und Level 50 haben wir gerade eben geknackt. Durch vermutlich einen Schlag des Riesen auf uns. Ich habe nicht gesehen, was jetzt gelevelt ist, aber irgendetwas ist ein Level gestiegen und hat uns von Level 49 auf Level 50 katapultiert. So, die brauchen wir. Habe ich hier jemanden drin? Ach ja, den Baden! War ja was. Hier sind doch irgendwo Viecher, die ich einfach nie sehe. So, eine Mira-Fäulnis. Und das. Haben wir jetzt noch irgendwo was am... Ah, hier. Nee, den habe ich, wie es aussieht, schon. Hä? Sieht nicht so aus, aber okay. Moin! Und wieder tschüss. Keine neuen Gegner. Nur ein Hirsch, der jetzt abgezischt ist. So, wie heißt denn unser Gunja? Wohin soll's gehen? Nach Rifton. Klettert wieder hinein, dann sind wir weg. Mein Gott, ey, jetzt hab ich's aber auch. Jede Folge. Habt ihr schon mal diese Katzen getroffen? Ja. Katschit. Ja, kenn ich. So nennen sie sich. Weiß gar nicht, woher das kommt, ey. Bin ich irgendwo erkältet oder was? Ausgehungert und ermattet. Das ist nicht gut. Ja, wir können ja eine Runde schlafen im Schattenfußheiligtum. Bevor wir dann uns wieder auf den Weg machen. Hi. Moin. Na, was geht?
Alle mal wieder zurück in die Kneipe. Unseres ist es, euer Hinscheiden zu belächeln. Hat er mich gerade beleidigt? Ja, ne? Soweit ich das beurteilen kann, hat er mich beleidigt. Heftig. Dabei habe ich dem geholfen, oder nicht? Oder war das der Dude, der Kellner ist in der Taverne? Bei der? Mein Gott. Weil der mag uns wirklich nicht. Berechtigt. Wir haben seiner Freundin echt ein bisschen... Ja, nicht gerade Freuden bereitet, sagen wir so. So. Zuallererst gehen wir schlafen. Wenn wir mit Schlafen fertig sind, gehen wir die Rüstung verbessern. Wenn wir die Rüstung verbessert haben, dann sind wir eigentlich schon durch, ne? Oder? Nee, dann kann ich nochmal nachgucken, ob ich... Oh. Dann kann ich nochmal nachgucken, ob ich schon alle Zutaten gegessen habe, um dort alle Dingensbummens zu erkunden. Weiß nicht mehr, wie es heißt. So, erwacht und gut ausgeruht. Jetzt brauchen wir einmal alle Alchemiezutaten und müssen gucken, ob wir auch alle gegessen haben. Guck mal, blauer Pfeil, Edern. Okay. Kanniswurzel. Eiszähne habe ich noch nicht gegessen. Ich würde sagen, dass Eiszähne, wenn man sie isst, sehr kalt sind. Etwa so wie wenn man zu viel oder zu schnell, wie heißt es, einen Milchshake trinkt. Einen frisch gemachten. Da ist das, glaube ich, ähnlich. So, junge Schlammkrabbe, futtern wir. Kleine Perle und das kleine Geweih auch. Dann sind wir gleich schon, upala, gleich schon fertig. Menschenfleisch, naja. Ist ja echt noch ziemlich viel, was ich nicht gegessen habe an Sachen. Heftig. So, sind wir dann durch gleich? Jetzt sind wir durch. Gut. Das Reinpacken dauert immer eine Weile. Ich mach mal kurz hier einen Schnitt. Und fertig. So. Alchemie haben wir. Sekunde, dann brauchen wir noch Schmiedekunst verstärken. So, warte mal. Hier, Nasser. Alles gut? Wohl nicht. Ich wollte noch was tun. Und zwar... Hier haben wir die Diebesrüstung, ne? Hier kommt auch noch was dran. Und zwar... Folgendes. Nicht die Ebenerz, nicht die Eisen. Nein. Oh! Wait a second. Das wollte ich nicht. Also, ich trage die Kapuze. Nee, die Kapuze. Die Rüstung. Die Stiefel. Wo sind die Handschuhe? Und die Handschuhe. So. Überraschungsraum werden doppelt verursacht, doppelt Schaden. Und hier ist nur mit Einhandwaffen. So, das sind nämlich die Robendinger. Warte. Robe und Schuhe. So, jetzt haben wir hier einmal die Robe der dunklen Bruderschaft. Alter, die ist auch immer nur am Sprinten, ne? Dann können wir hier nämlich mal die Eisendingensbummensrüstung hinpacken. Eisenhandschuhe, Eisenplatten, Eisenplatten und Eisendingens. So. Das ist die ja von Dude Schmalspur. Weiß nicht mehr, wie er heißt. Wobei, die kann besser dahin. Moment. Das ist für mich, also für meinen Sammlertrieb ist das eine besondere Eisenrüstung. Nämlich, die gehörte zu einer Quest. Und deswegen ist sie ausstellungswürdig. Hm. Da passt jetzt nichts mehr hin. Hier passt auch nichts hin. Die sind so gesehen auch fertig. Dann packen wir mal hier in unsere Drachenklamotten. Und eben jetzt kommt zum Verkaufen.
Ja, wir haben ja noch die eine. Warte mal. Sorry. So, die kommt hier hin. Gut, das sollte es einigermaßen hinhauen. Ich sortiere jetzt nochmal eben kurz weg und dann treffen wir uns gleich bei der Schmiede wieder. Wems. So. Jetzt habe ich alles, was ich brauche. Zum einen habe ich hier unsere Schmiedeklamotten. Zack. Zack. Nachschauen. Zweimal gucken. Einmal bereuen. Oder keinmal bereuen. So, Schmiedeklamotten habe ich. Trank habe ich auch. Und das bedeutet, speichern. Und Bücher, Essen, Zaubertränke. Wo haben wir's? Schmiedekunst. So, und jetzt wird die Diebes... Die Schatten... Klamotten... verbessert. Okay, warum auch immer das ging. Give me a moment. Ne, für so wenig Schaden machen wir das nicht. Gut, dann sind wir mit Schmieden durch. Und damit sind wir aber auch noch nicht komplett fertig, denn... Ich zeige euch gleich, was ich meine. Sekunde. So, wir sind dann noch nicht fertig, denn... Guckt mal auf den Schaden hier. 113. So, Einhand. 113. Das bedeutet für mich, wir brauchen noch zusätzlich andere Ringe. Schutz und Einhand ist zwar schön und gut, aber ich nehme mal eben kurz raus, schau nach, was wir auf... Mal nehmen wir den hier. Den Ring und eine normale goldene Halskette. Was wir neben Magieresistenz, die will ich nämlich unbedingt drauf haben, so noch auf einen Teil drauf machen können. Alchemie, Ausdauer und Regeneration brauchen wir nicht. Blitzresistenz, Blocken, einhändig, Gesundheit wäre was. Leichte Rüstung, Magika, Magieresistenz geht auf jeden Fall drauf. So, und Tragefähigkeit könnte man verstärken. Und dann machen wir die Tragefähigkeit. Gut. Also, eine Klamotte dafür gibt es nicht. Also, wir haben keine Kleidungsstücke, die Dingens verstärken. Wie heißt das? Verzauberung. Aber wir haben einen Trank. Einen davon haben wir noch. Das müssen wir nur eben speichern. Den Trank saufen. Und auf geht's. So, wir brauchen den Gegenstand. Goldene Halskette. Und da kommt drauf. Magieresistenz. Und Tragefähigkeit. So, Tragefähigkeit. Magieresistenz. Fertig. Und was könnten wir hier drauf packen? Packen wir nichts drauf. Ich habe sowieso kein Dingens. Perfekt. Damit sind wir fertig. Und können jetzt... Oh, ich habe die nicht benannt. Aber das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Denn Schutz und Einhand packe ich hier rüber. Ja. Jetzt haben wir... Ich muss nur noch mal eben double checken, bevor ich jetzt einen Fehler mache. Also, wir haben Waffen. Wir haben eine eigenständige Rüstung sowieso. Wir haben alles getrunken, gegessen an Alchemiematerialien, die wir da hatten. Ja, eigentlich könnten wir jetzt die Sachen auf Legendary setzen. So, dann fangen wir mal an mit dem, was am meiner Meinung nach leichtesten geht. Wo ist es? Nicht einhändig. Nein, verzaubern geht meiner Meinung nach am leichtesten. Legendär. Wird sie auf 15 zurückgesetzt? Ja, möchten wir. Ja, möchten wir. Jetzt haben wir 10 Talente wieder zum Verteilen. Wunderbar. Schmiede kurz setzen wir auch auf legendär. Ja. 17 Talente zum Verteilen. Es könnte sein, dass das schon reicht. Leichte Rüstung. Da müssen wir nicht als erstes rein, sondern bei Schleichen. Und einhändig müssen wir auch rein. Warte mal. Zwar mögliche mächtige Angriffe, das waren es nicht. War das hier? Äxte, Schwerter, Streitkolben. Mächtige verursachen weniger Schaden.
Ne, mit 12 Waffen sind 20% schneller. Erstmal müssen wir gucken. Wenn wir hier einen reinmachen, werden die Dolche stärker. Werden sie. Das ist gut, da müssen wir da als erstes reingehen. So. Dann geht das hier rein. Und hier rein. So, das reicht erstmal. Leichte Rüstung brauche ich nicht, sondern schleichen. Heimtücke. Sechsfachen. Bögen. Und Meuchelklinge. Das ist wichtig. So, Leichtfüßigkeit. Keine Druckplatten. Perfekt. Lautloses Abrollen. Stille fehlt noch. Dann können wir aber trotzdem hier bei Heimlichkeit noch alles einpacken, was geht. Wir schleichen schon mal durch und jetzt können wir noch bei leichter Rüstung. Was genau? Hier war das, glaube ich. Wiegt nichts. Ah, Windläufer. Windläufer fehlt. Nee. Wo ist es denn? Gab's nicht was, was... Das sagte ich, man hört nichts, wenn man... Muss mich irgendwo vertan haben. So, zwei Punkte habe ich noch. Die verteile ich erstmal noch nicht, oder? Schleichen, das reicht. Leichte Rüstung langt erstmal. Einhändig, denke ich auch. Dann brauchen wir die Alchemie noch gar nicht runtersetzen. Dann können wir Alchemie erstmal noch oben lassen. Ja. So, dann gucken wir mal. Bekleidung. Ich habe 356 Verteidigung. Wunderbar. Das kann man doch mal sehen lassen. Wie viel Schaden machen die jetzt? 162. Nett. Nett. Und jetzt dürften wir so auch fast unentdeckt bleiben überall. So, das Leder können wir noch wegpacken. Dann können wir einmal zu Nasim zurück und unsere ersten Aufträge entgegennehmen. So, dann gucken wir mal. Davon haben wir genug mit. Zaubertränke. Ja, kann so bleiben. Auf geht's. So, auf geht's zur dunklen Bruderschaft. Oh, falsche Taste. Die Liebesgilde muss leider jetzt erstmal ohne mich zurechtkommen. Warum ist das so hell hier? Kein Plan. Manchmal antworte ich mir auf meine eigenen Fragen und denke mir dann so, warum mache ich das? Hä? Okay. Jetzt gehen wir. Könnten eigentlich kurz hier anhalten. Mit Constanze Michel sprechen. Ist die immer noch sauer auf uns? Da. Durch diesen Krieg gibt es so viele Waisenkinder und so wenige, die ein Herz für sie haben. Könnte ich eines eurer Kinder adoptieren? Ja, natürlich. Was für eine wunderbare Überraschung. Was muss ich tun? Erst stelle ich euch einige Fragen. Okay. Euer Name? Hergo. Womit verdient ihr euch euren Lebensunterhalt? Massenmord. Was? Was soll das für ein Witz sein? Verschwendet nicht meine Zeit. Kommt wieder, wenn ihr es wirklich wollt. Sorry. Gut, versuchen wir es noch einmal. Euer Name? Womit verdient ihr euch euren Lebensunterhalt? Ich bin reich. Abenteurer, Söldner. Abenteurer. Mhm. Wo wird euer Kind wohnen? Falken, ich im Schattenfuß heilig, du lol. In Ordnung. Das ist alles, was ich von euch brauche. Herzlichen Glückwunsch. Ihr eignet euch wunderbar für die Adoption. Geht zu den Kindern und entscheidet euch, wen ihr adoptieren wollt. Sobald ihr euch entschieden habt, hole ich die Sachen des Kindes und lasse sie zu eurem Haus bringen. Ihr seid hier, weil ihr jemanden adoptieren wollt? Nein. Toll! Nein. Wo ist Aventus? Wollt ihr wirklich einen von uns adoptieren? Nein. Nehmt mich. Nehmt Nein. den anderen. Ja. Geht schon. Sprecht mit Ich gehe. Wie gesagt, ich finde eigentlich die Kinder, die... Nein! Jetzt nicht. Nein! Ich finde, dass die ganzen Kinder im Waisenhaus es besser haben, als die Kinder, die auf den Straßen leben. Da gibt's genug.
Den Jungen, der im, in den Ställen pennt. Das Mädchen, was Blumen verkauft. Das Mädchen, was keine... das Mädchen, was hinterm Gasthaus pennt. Die haben es deutlich schlechter. Ganz klar. Die haben kein Haus, wo sie drin leben können. Ein Erwachsener, der auf die aufpasst. So. Digga. Wohin soll's gehen? Falkenring, bitte. Klettert wieder hinein, dann sind wir weg. Danke. Ruhig, altes Mädchen. Der Rucksack passt absolut nicht zum... der Rucksack passt absolut nicht zur dunklen Bruderschaftsklamotte. So, wir können bestimmt bei der dunklen Bruderschaft schlafen. Ganz, ganz sicher. Inessa will ich halt, will ich auch nicht nach Hause schicken gerade, denn, die kostet dann immer Geld. Ich denke, auf Dauer wäre es sinnvoll, wenn wir uns einen anderen Follower besorgen, so gerne ich Inessa habe, aber ich denke, bei den zukünftigen Aufgaben, wo ich hin und wieder mal meinen Follower auch wegschicken muss, müssten wir einen Schlussstrich ziehen. Da geht eine Ära zu Ende. So, aber erstmal gehen wir eine Runde schlafen. Du bist durch Hunger geschwächt. Ja, dann essen wir doch mal was. Essen. Großen Auftrag für euch. So. Dann können wir auch eben mit Nasir sprechen. Das jüngste Mitglied unserer schrumpfenden kleinen Problemfamilie. Ja. Ich habe einige Geschichten über euch gehört. Welche denn? Ihr werdet noch mehr hören, das kann ich euch versichern. Oh, wie dreist. Ich gebe euch 3 Tage. Dann vermasselt ihr irgendetwas und jemand schlitzt euch die Kehle auf. Ne. Aber wer weiß, man hat mich schon früher einmal eines Besseren belehrt. Astrid hat gesagt, ihr habt Arbeit für mich? Ach, hat sie das? Nun, es gebe da schon noch den einen oder anderen unerledigten Auftrag zu vergeben. Es werden auch noch weitere Aufträge hier eintrudeln. Ich werde sie euch zuteilen, sobald sie verfügbar sind. Okay. Ihr könnt sie dann nach Belieben erledigen. Ja. Hört sie einfach an. Ist es auch. Ich will euch aber nichts vormachen. Diese Aufträge sind nicht besonders glanzvoll. Und reich werdet ihr dabei auch nicht. Ich bin reich. Wenigstens bleibt ihr beschäftigt. Erledigt sie ganz nach Belieben. Die Zielpersonen gehen nirgendwo hin, also besteht kein Grund zur Eile. Ihr könnt mir den Vollzug dieser Aufträge entweder einzeln melden oder warten, bis ihr alle Ziele eliminiert habt. Bleibt ganz euch überlassen. Wir machen alle. Also, bin bereit. Na dann mal los. Ich habe im Augenblick 3 Aufträge zu vergeben. Eure Ziele sind der Bettler Narfi, ein ehemaliger Müller namens Enodius Papius, und die Minenleiterin Beitilt. Erledigt diese Aufträge, dann werden wir sehen, ob es noch mehr Arbeit für euch gibt. Begonnen. Auftrag, töte Narfi. Narfi. Töte Narfi. So, erzählt mir etwas über Beitilt. Sie hat sich vor mehreren Monaten von ihrem Ehemann getrennt. Heute leiten die beiden konkurrierende Bergbaubetriebe. Beitilt ist wütend und verzweifelt. Eine Kämpferin. Okay. Enodius? Er lebt nicht unweit von Angas Mühle im Wald. Früher war Papius dort der Müller. Heute ist er nur noch ein wahnsinniger Einsiedler, der glaubt, jemand hätte es auf ihn abgesehen. Okay. Womit er sogar recht hat. Narfi? Er ist ein glückloser Bettler. Lebt in Ruinen vor dem Dorf Ivarstadt. Ein einfacher Auftrag, sogar für euch. Aber wer will den töten? Was ist mit euch? Nun, wie ihr sicher schon bemerkt habt, bin ich Rotwardone. Allerdings habe ich nur wenig mit den meisten anderen Rotwardonen hier in Himmelsrand gemeinsam. Das steht fest. Ich bin ein Kind Hammerfels, geboren im Sand der mächtigen Wüste Alikir. Das Blut leuchtet dort in einem Rot, das sich kaum in Worte fassen lässt. Meine Vergangenheit ist lang und reich an Geschichten, auf die ich nicht immer stolz bin. Die dunkle Bruderschaft hat mich vor mir selbst gerettet. Seither habe ich nie wieder zurückgeblickt. Okay, wer kann nicht trainieren? Ich werde euch zeigen, wie ihr euch wirksam schützen könnt und dabei dennoch schnell auf den Beinen bleibt. Meister! Krass. Hä? Ah, jetzt. Sehr schön. Leichte Rüstung kann man immer gebrauchen. Die levelt so langsam. So, wen haben wir denn hier noch? Ja, Ambion. Das ist rohes Fleisch. Oh,
Meine hübsche Frau hat mir alles über euch erzählt. Lass mich raten. Astrid hat vergessen zu erwähnen, dass ich ihr Mann bin. Das macht sie öfter. Sie möchte nicht, dass man denkt, sie bevorzuge jemanden. Was kannst du mir erzählen? Wenn ihr versucht, mich kennenzulernen, lasst es. Ich mag euch nicht und ich werde euch nie mögen. Es ist nichts Persönliches, aber meine Frau vertraut euch und ich vertraue ihrer Einschätzung. Ihr könnt also nicht vollkommen schlecht sein. Okay. Das Einzige, was ihr wissen müsst, ich bin ein Werwolf. Ich töte gern. Ich liebe Astrid. Ich hasse nervige Leute. Und die Farbe Blau macht mir Kopfschmerzen. Okay. Bis zum nächsten Einfach. Mal, Bruder. Jo, hau rein. Wo können wir jetzt weiter? Warte mal, die Pilze wollen wir aber mitnehmen. Kann ich nicht. Okay. Das war die Wand, wo ich den neuen Schrei her hab. Ist hier eine Spinne? Stimmt, hier war, glaube ich, eine Spinne, ne? Wir haben hier, glaube ich, eine Hausspinne. Wolfskönigin Buch 3. Gut, dass es mich daran erinnert. Wir könnten mal eben lesen bis um 30. So, Bücher. Habe ich schon gelesen? Nein, ich habe noch nicht gelesen, glaube ich, in dieser Folge. So, Uhr, 9 Jahre, bla bla. Thema Standhafen, Zyrodillisch, mein abgesandter Funken. Guten Morgen, Mama, bla bla. Kaiser sein. Vielen Dank, lass leise Schammel. Ah ja, sagte er, betonte jede Silbe, bla bla. Ich hoffe, eure Räumlichkeiten im Schloss von Einsamkeit finden eure Zustimmung. Das tun sie, König Uriel. Vielen Dank. Sagte Lachesis vom Charme des Jungen bezaubert. Lachesis und seine Begleiter betrachteten den Raum und die Tür wurde hinter ihnen geschlossen. Othema saß für einen Moment auf dem Thron, bevor sie sich erhob und ihre Gäste begrüßte. Ich bedauere, dass ich euch warten ließ, sagte Othema, sich vorzustellen, dass ihr den ganzen weiten Weg aus Somerset gereist seid, und dann lasse ich euch noch länger warten. Ihr müsst mir vergeben. Es ist keine so lange Reise, sagte einer der Graumäntel verärgert. Wir sind ja schließlich nicht den ganzen Weg von Fiando näher gesegelt. Ah, ihr habt meine jüngsten Gäste, König Orgnum und sein Gefolge gesehen, sagte Othema gelassen. Ich vermute... Alter, ich habe hier ein Haar. Sagte Othema. Ich vermute, ihr findet es ungewöhnlich, dass ich sie hier bewirte, da wir doch alle wissen, dass die Hyandonianer die Eroberung von Tamriel planen. Ich nehme an, ihr seid in dieser Sache neutral, wie ihr das in allen politischen Angelegenheiten seid. Natürlich, lachte Lachesis stolz. Wir haben durch die Invasion nichts zu gewinnen und nichts zu verlieren. Der Psijic-Orden existierte vor der Gründung Tamriels durch die Septim-Dynastie und wir werden unter jedem politischen Regime überleben. Wie ein Floh auf jedem Straßenköter, auf den er springen kann, nicht wahr? Sagte Othema und ihre Augen verengten sich zu schmalen Schlitzen. Unterschätzt eure Bedeutung nicht, Lachesis. Der Schößling eures Ordens, die Magiergilde, besitzt doppelt so viel Macht wie ihr. Und sie steht vollständig auf meiner Seite. Wir sind dabei, uns mit König Orgum zu verbünden. Wenn die Pyandonianer die Macht ergreifen und ich endlich meinen Platz als Kaiserin dieses Landes eingenommen habe, dann sollt ihr den euch angemessenen Platz in der Ordnung der Dinge kennenlernen. Majestätischen Schrittes verließ Othema den Thronsaal und ließ die Baumäntel allein zurück, die von einem zum anderen blickten. Wir müssen mit Fürst Levelet sprechen, sagte einer der Graumäntel. Ja, sagte Lachesis. Vielleicht sollten wir das. Levelet war schnell an seinem Stammplatz in der Taverne Mond und Übelkeit aufgespürt. Als die drei Graumäntel angeführt von Lachesis eintraten, schienen Lärm und Rauch sich plötzlich aufzulösen. Sogar der Geruch von Tabak und Flint schien zu verschwinden. Levelet erhob sich und führte sie zu einem kleinen Zimmer im oberen Stockwerk.
Ihr habt es euch anders überlegt, sagte Levelet mit einem breiten Lächeln. So, und hier machen wir Pause und lesen in der nächsten Folge weiter. Beim Euer Kaiser, sagte Lachesis. Gut. Wolfskönigin Apfel brauche ich nicht. Was haben wir hier? Winzigen Seelenstein nehmen wir gerne mit. So, das brauchen wir nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. Das Babette. Mit der können wir gleich lesen. Reden. Lesen wegen der Bücher. So, ein Arcana, bla bla bla. Verzauberer war es, glaube ich. Und ein Distelzweig. So. Da seid ihr ja. Astrid hat mir alles über euch erzählt. Habe gehört, dass sie die alte Wählt euer Opfer aus Nummer mit euch abgezogen hat. Die finde ich einfach klasse. Lasst euch nicht von meinem Aussehen täuschen. Ich bin älter als ihr. Viel älter. Sowas passiert eben, wenn man als 10-jähriges Mädchen von einem Vampir gebissen wird. Was könnt ihr mir über euch erzählen? Ich bin nur ein kleines Mädchen. Die dunkle Bruderschaft hat Mama und Papa getötet und mich mitgenommen. Bitte, bitte helft mir. Ziemlich überzeugend, nicht wahr? In Wahrheit bin ich kein kleines Mädchen. Früher war ich eins natürlich. Vor 300 Jahren. Als Vampir bleibt man erstaunlich frisch. Okay. Ah, dann seid ihr also ein Alchemist? Auf jeden Fall. So, was hat sie denn? Zutaten? Hoppala. Egal, kaufen wir mal einfach alles auf. Alchemiezutaten kann man nie genug haben. So, habe ich was ich verkaufen kann? Ja. Hoppala. Ihr seid also an meinen Zaubertränken und Zutaten interessiert? Nee, aber ich will was verkaufen, wenn ich was überhaupt habe. Ich hab, glaube ich, gar nichts. Ich hab nichts. Nun gut. So, und hier ist doch jetzt, wie heißt die Spinne noch gleich? Die hat keinen Namen. Okay. Eilig hingekritzelte Notiz von Gaston Belfort. Die lesen wir gleich. So, einmal raus hier. Dann hat die Spinne auch ihre Ruhe. So, eilig. Hinterlegte Notiz. Wie viel Uhr haben wir jetzt nochmal? 18:45, okay. Meine Schreibutensilien habe ich verloren und ohnehin fehlt mir die Zeit für einen ausführlichen Bericht. Oh, ich muss noch tanken, fällt mir gerade ein. Scheiße. Wochenlang habe ich gesucht, aber endlich habe ich sie gefunden. Die Zuflucht der dunklen Bruderschaft. Einer zumindest. In Himmelsrand unter einer Waldstraße. Ich habe sie beobachtet. Die Mörder. Ihr Kommen und Gehen. Die Narren haben keine Ahnung, dass ich sie beobachte. Dass sie beobachtet werden. Mein nächstes Ziel ist es, irgendwie durch die düstere schwarze Tür zu gelangen und in die Zuflucht hinein. Ich habe keine Zeit mehr, über die Gefahren Gedanken zu machen. Die Wahrheit muss ans Licht kommen! Hat nicht so ganz funktioniert. So, es gibt aber noch weitere Leute hier, mit denen man reden kann. Wo sind die denn? Also im Kleiderschrank verstecken sie sich nicht. Aber hier gibt es ganz viel zu essen und das werde ich klauen. Beziehungsweise ich darf es mir ja nehmen. Also nehme ich es mir. Denn Essen kann man nie genug haben. Das verschimmelt hier zum Glück auch nicht. Passiert leider nur in Outward. So, was haben wir hier noch? Ungekochtes Essen will ich nicht. Was ist das? Erlesener Geschmack habe ich schon. Tomate, Krug, bla bla bla. Denn hier. Salz! Nett. Salz kann man immer gebrauchen. Was hier? Noch mehr Salz. Mensch, hier ist ja fast wie in der League of Legends Queue. Oh, das ist nicht mehr so salzig bei denen. Habe ich mir nur immer sagen lassen, dass League-Player im Endeffekt so salzig sind, damit könntest du auch Nudeln salzen. Stopp. So nicht. Schrank hat Gold und ein paar andere Sachen. Upala, die Laterne wollte ich eigentlich nicht haben. Naja, zu spät. Halt, Gabriella. Neuer Bruder, ich möchte euch in unserer Familie herzlich willkommen heißen. Moin. Ich bin eine Assassine, der seinesgleichen sucht. Ich gehöre hierher.
Euch umgibt auf jeden Fall eine seltsame Energie. Ich freue mich darauf, eure Fortschritte zu verfolgen. Mhm. Was für eine seltsame Frage. Nun, ich mag mondhelle Nächte, lange Strandspaziergänge, Stricken und Einhörner. Ja, einmal bin ich sogar in einer mondhellen Nacht am Strand spazieren gegangen und habe dabei ein Einhorn gesehen, dem ich dann mit einer Stricknadel in den Hals gestochen habe. Ich bin eine Frau mit einem edlen, aber einfachen Geschmack. Nun gut? Ich finde die cool. So. Mensch. Oh, meine Dingens ist ausgelaufen. Ausgegangen. Festus Krex. Ja, ja. Ihr seid das neue Mitglied der Familie. Wisst ihr was? Betrachtet mich doch einfach als den mürrischen alten Onkel, mit dem keiner redet. Gehen wir einander aus dem Weg. Ich wurde mit einem Zauberstab in der Hand geboren. Also, bildlich gesprochen. Das wäre ja sonst recht schmerzhaft für meine Mutter gewesen. Auch für dich. Aber ich war ein Wunderkind. Mit 12 Monaten habe ich einfache Zauber gewirkt. Mit 3 Jahren komplexe Anrufungen. Und mit 7 habe ich Leichen reanimiert. Als ich 13 war, brannte ich aus Versehen das Haus meiner Familie nieder. Ein paar verirrte Blitze. Doch bald darauf meisterte ich meine Gaben. Vollständig. Danach habe ich an der Akademie unterrichtet. Bin aber nach 2 Jahren gegangen. Zu einfach. Zu vorsichtig. Keiner von ihnen hat die Herrlichkeit der Schule der Zerstörung verstanden. Bist du ein Meister, ein Lehrer? Kein Lehrer? Scheiße. Tötet gut. Und oft. Ich hätte lieber einen Zerstörungsmagielehrer. Der fehlt mir noch. Ein guter. Jägerrucksack mit Schlafsack. Bögen bewirken höheren Schaden. Eigentlich ein ziemlich guter Rucksack. Hoppala, den Teller wollte ich eigentlich nicht. Naja, zu spät. Gut, ich würde mal sagen, wir schlafen hier jetzt mal eben kurz. Um 7 Uhr morgens. Die Aufträge haben wir entgegengenommen, die werden wir natürlich nicht mehr schaffen. Mit wem haben wir jetzt noch nicht gesprochen? Warte, wir haben mit dem Agonia noch nicht gesprochen. Mit dem müssen wir noch sprechen. Genau. Essen müssen wir auch. So. Immer noch hungrig. Besser? Ja. Wollen wir mal gucken, wo der gleich ist. Okay, davon will ich nichts. Hier will ich auch nichts. Ah. Ja, getrocknete Kräuter nehme ich gerne. Und eine Begrabungsurne. Nett. So, Todesglockenblumen. Und was ist hier? Halbfeder. Nasenpilze. Heilige Zeugin. Ach, Schleichen. Nice. Ja, aber ich schleiche nicht höher? Halt die Schleichen nicht irgendwie auf 70? Tue ich mich? Ich glaube, ich vertue mich. Aber was hatte ich denn auf 70? Ah. So, hier ist ein Mammutstoßzahn. Ansonsten. Ja, auch nur so 0815 Kram, ne? Hi. Mensch, was machst du denn hier? Du hast doch schon Essen bekommen. Oder ist das Trockenfutter schon wieder alle? Das war neulich der Fall. Hatte ich vergessen. Gucken wir gleich nach. Ich muss sowieso noch tanken fahren. Ich habe noch laut Tankanzeige, also ich muss morgen wieder zur Arbeit, das sind so 42 Kilometer. Laut Tankanzeige kann ich noch 12 fahren. Wird knapp. Deswegen muss ich noch tanken. gut ist aber, die nächste Tankstelle ist 800 Meter von hier. Also ich hab's nicht weit. Ich will das nur nicht morgens machen, da bin ich zu faul für. Also vor der Arbeit, ich gehe duschen. Ich trinke was. Also ein Glas Wasser oder ein Glas Apfelsaft oder so.
und fahre dann los. Ich frühstück nicht, ich mache nicht noch groß irgendwo, keine Ahnung, hat man nicht gesehen, sondern ich fahre dann einfach und bin sowieso eine Stunde unterwegs. Ui, warte mal. Ja. Hui. Das kam unerwartet. Da ist er. Mit dem müssen wir noch sprechen. Dann sind wir durch. Willkommen, mein Bruder. Willkommen in unserer Zuflucht. Und schön, dich kennenzulernen. Einfach Astrid und befolgt ihre Befehle. Und ihr werdet hier keine Probleme haben. Okay. Entschuldigung. Einst war ich eine Schattenschuppe. Ein Meuchelmörder im Dienste des Königs der Schwarzmarsch. Von der dunklen Bruderschaft ausgebildet seit dem Tag meines Schlüpfens. Ah, aber das ist ein Leben lang her. Heute bin ich der Letzte meiner Art. Meinen Orden gibt es nicht mehr. Jetzt diene ich Astrid und dieser Zuflucht. Echt nicht mehr? Ich bin zum Töten ausgebildet und mein Dasein hat wieder einen Sinn. Das Leben ist gut. Den Orden gab's noch in Oblivion. Gab's den noch. Zum Zeitpunkt von Oblivion gab es noch diesen Orden, von dem er gerade geredet hatte. Das ist eine ganz spezielle Aufzucht in Schwarzmarschen. Die sind dafür auserkoren, was waren das, Akolyten zu werden für die dunkle Bruderschaft? Genau weiß ich es jetzt nicht mehr. Aber dass es das nicht mehr gibt, interessant. Gut, wir haben Aufträge von Nasir entgegengenommen. Wir haben mit allen Mitgliedern der dunklen Bruderschaft mit der Ausnahme von Astrid gesprochen. Ich würde mal sagen, wir sprechen jetzt noch mit Astrid und dann sind wir eigentlich für diese Folge durch. Wir können nächste Folge dann mal die ersten Aufträge in Angriff nehmen. So, wer ist die Mutter der Nacht? Die unheilige Oberin. Die verhüllte Dame. Die Herrin der Leere. Sie trägt viele Namen. Vor sehr langer Zeit schenkte Sitis einer Frau 5 Kinder. Sie tötete sie, um seine Gunst zu erlangen und wurde so zur Mutter der Nacht. Wenn man derartige Geschichten glaubt. Heute ist sie... Nun, sie ist nur noch ein Skelett. Ein alter Leichnam. Was aber viel wichtiger ist, es handelt sich um einen Leichnam, der von ihrem Bewahrer in diese Zuflucht gebracht wird. Hierher gebracht? Ja, vor einigen Monaten erfuhr ich vom Bewahrer der Mutter der Nacht, dass er nach seiner Abreise aus Hyrodiil in Himmelsrand angelangt war. Die Krypta der Mutter der Nacht in Bravil wurde zerstört. Stimmt. Das haben wir dem Chaos des Krieges gegen die Talmor zu verdanken. Also musste sie umziehen. Ich weiß nicht, wo sich der Bewahrer in den vergangenen Monaten aufgehalten hat, aber ich habe unlängst einen weiteren Brief erhalten. Er bringt die Mutter der Nacht hierher, schon bald. Ich glaube, in der Oblivion-Krise... Da war ja auch ein Mitglied im Hohen Rat, was die verarscht hatte, beziehungsweise verraten hatte. Ich glaube, da wurde der Schrein dann entdeckt. So, und wenn ich beim Töten erwischt werde? Das vermeidet ihr besser. Natürlich ist auch mir bewusst, dass es nicht immer so einfach ist. Manchmal geht es darum, eine deutliche Botschaft zu übermitteln. Oder der Auftrag verlangt eine öffentliche Ermordung. Mord ist selbstredend ein äußerst schweres Vergehen. In dem Fürstentum, in dem ihr dieses Verbrechen begangen habt, wird ein sehr hohes Kopfgeld auf euch ausgesetzt. Ihr könnt natürlich fliehen, aber der Preis auf euren Kopf bleibt. Wenn euch eine Wache angreift, könnt ihr versuchen, euch zu ergeben. Dazu steckt ihr am besten eure Waffe weg. Wenn die Wache eure Geste akzeptiert, könnt ihr entweder eure Strafe in einer Zelle absitzen oder euren Kopf selbst freikaufen. Ist uns allen schon passiert. Wir tun, was wir tun müssen, um zu überleben. Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit. Einige Mitglieder der Diebesgilde in Rifton kennen Mittel und Wege, ihre Strafe verwischen zu lassen. Gegen einen gewissen Preis. Es ist gut, das zu wissen. Meistens war es aber teurer. Woher kommen die Aufträge? Sie kamen immer von der Mutter der Nacht. Potenzielle Auftraggeber mussten das schwarze Sakrament vollziehen, damit sie ihre Gebete erhört. Okay. Die Mutter der Nacht teilte dem Zuhörer dann die genauen Umstände mit.
Der Zuhörer entsandte dann einen Sprecher, der den Auftrag mit dem Auftraggeber offiziell vereinbarte. Ach, das ist alles aber schon sehr lange her. Es gab schon seit Jahren keinen Zuhörer mehr. Nicht seit Cyrodiil im Krieg mit den Talmor überrannt wurde. Aber die Leute wissen das nicht. Also vollziehen sie noch immer das Ritual. Und früher oder später erfahren wir davon. Wenn jemand uns braucht, finden wir es auch heraus. Gibt es irgendwelche Regeln? Früher war die dunkle Bruderschaft an die 5 Gebote gebunden. Aber wir halten uns schon seit Jahren nicht mehr daran. All diese Regeln, all die Disziplin. Und seht nur, was am Ende aus der dunklen Bruderschaft geworden ist. Wir sind die Letzten unserer Art. Und wir leben nach unseren eigenen Vorstellungen. Respektiert einfach eure Familie. Wenn ihr das tut, ergibt sich alles andere von selbst. Okay. Was könnt ihr mir über euch erzählen? Diese Zuflucht war mein Leben, seit ich eine junge Frau war. Schon früh entdeckte ich meine Gabe fürs Töten. Ich hatte einen Onkel, der mir bestimmte unerwünschte Avancen machte. Also brachte ich ihn um. Es gefiel mir. Dann habe ich wieder getötet. Und es gefiel mir noch mehr. So ging es dann immer weiter. Schließlich wurde ich von der dunklen Bruderschaft angeheuert und bin seither bei ihnen. Ich lernte meinen Ehegatten Arnbjorn kennen, stieg in die Führungsriege auf und nun stehe ich hier. Okay. Wir haben alle Geschichten. Stellt euch auf jeden Fall den Mitgliedern eurer neuen Familie vor. Haben wir. Sie können es alle kaum erwarten, euch kennenzulernen. Doch, na, ein paar konnten es wirklich, hätte auch, ja. eine Sache ist aber, glaube ich, hier noch ganz wichtig. Wo ist das? Da. Den muss ich jetzt mal mitnehmen. Das ist wichtig. Darf ich nicht vergessen. Gut. Also, wir haben alle Dunkle Bruderschaftsgildenmitglieder kennengelernt. Wir haben Aufträge bekommen. Und die können wir dann ab nächster Folge starten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hiermit sind wir durch und bis zur nächsten Folge. Tschüss.